Hallo, mein Name ist Chris Dibold und es freut mich sehr, dass du dich für meine Session interessierst. In den nächsten 20 Minuten möchte ich mit dir ein paar praktische Beispiele durchgehen, wie du für deine Facebook-Ads bessere Creatives erstellen kannst. Heißt im Endeffekt ohne hohe Produktionskosten, sondern relativ einfach und simpel mit einem guten Smartphone oder beispielsweise mit einer kleinen Software. Ich hoffe, ich kann dich dabei inspirieren und ich freue mich. Los geht's. Einer der wichtigsten Punkte, bevor wir über das Thema Ads überhaupt sprechen, ist das Thema Aufmerksamkeit. Wir haben bei Facebook natürlich den Vor- und Nachteil, dass die Leute sehr aktiv sind und dass man die Aufmerksamkeit gut auf sich lenken kann. Allerdings müssen wir bedenken, dass das natürlich nicht immer so ist. Facebook wird größtenteils mobile, also quasi auf den Smartphones genutzt und das dann meistens auch eher so quasi nebenbei oder wenn man mal kurz Zeit hat. Also wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Leute zu welchem Zeitpunkt überhaupt erreichen. Also das kann auf der Toilette sein, das kann sein, wenn die Leute schon im Bett liegen oder wenn sie auf der Couch liegen und Fernsehen gucken und da läuft gerade Werbung oder das ist gerade nicht so spannend. Immer dann wird quasi das Smartphone gezückt und vielleicht mal auf Facebook durchgescrollt. Und die Konkurrenz ist natürlich Hundevideos, Babyvideos. Dementsprechend müssen wir uns überlegen, wie wir mit unserem Thema die Leute auch wirklich catchen können. Und es ist natürlich so, wie ich gesagt habe, wir sollten uns immer Gedanken machen, ob die Anzeigen gut auf dem Smartphone ansehbar sind und genauso aber auch die Seite, die wir verlinken, wenn es ein eigener Online-Shop zum Beispiel ist, dass die gut auf dem Handy funktioniert. Sonst haben wir schon verloren. Und die Aufmerksamkeitsspanne liegt bei 1,7 Sekunden und ich habe euch mal hier ein schönes Video mitgebracht. Hier sieht man, auf dem Desktop haben wir sogar noch ein bisschen mehr, 2,5 Sekunden, aber hier sieht man, wie schnell wir eigentlich entscheiden, ob dieser Inhalt für uns interessant ist oder eben nicht interessant ist. Und ich habe euch jetzt in den nächsten 15 bis 20 Minuten noch ein paar Tipps mitgebracht, wie ihr bessere Anzeigen machen könnt, wie ihr besseres Targeting findet. Und freue mich natürlich, dass du dabei bist. Heute habe ich euch auch ein paar Creatives mitgebracht, an denen ich euch zeigen möchte, dass man nicht immer unbedingt eine teure Produktionsfirma braucht und auch relativ einfach vielleicht coole Anzeigen selber gestalten kann. Und grundsätzlich natürlich, wenn man das Budget hat, dann lohnt es sich vielleicht auch mal eine teure Produktionsfirma oder Agentur damit mit reinzunehmen. Aber vor allem dann, wenn das Budget vielleicht nicht so groß ist, kann man sich auch überlegen, okay, wie kriegt man das vielleicht selber hin? Und ich kann euch nur den Tipp geben, ja, vor allem wenn ihr einer der neuesten iPhones habt, die haben schon eine super Kamera und damit kann man schon sehr viel selber machen. Und das zeige ich euch jetzt auch gleich mit den ersten coolen Clips. Und ihr solltet euch natürlich auch immer fragen, wie können wir denn unsere Kunden, potenziellen Kunden überhaupt überzeugen mit Creatives? Und ja, das erste Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist YFood. Das kennt ihr vielleicht auch schon mal gehört, die sind da recht aktiv im Social Media Bereich und schalten auch sehr viel Werbung. Ja, und wenn man jetzt mal auf die linke Anzeige schaut, dann sieht man hier schon mal auf den ersten Blick, ja, vielleicht auch für euch noch mal als Info, ja, wenn jemand eine klassische Facebook-Anzeige sich anguckt oder einen Facebook-Post, das erste, was wir wahrnehmen, ist wirklich das Anzeigenbild oder das Video. Ja, dann der Name YFood mit dem Profilbild und als drittes lesen wir dann wahrscheinlich endlich ein Shake, der schmeckt. Quasi den Text darüber. Und gehen wir mal das auch so quasi durch. Ja, wenn wir uns das Bild anschauen, ein Shake, alles drin, gratis Shaker, sieht man direkt auf den ersten Blick, um was es geht und dass es scheinbar auch noch einen gratis Shaker dazu gibt. Dann auch direkt jetzt bestellen. Und was hier natürlich auch ganz cool ist, ist, dass es nochmal so einen Pfeil gibt, der quasi unten auf diesem Button erfahre mehr, learn more, quasi auch drauf zeigt. Ja, und wenn wir dann weiter gucken, ja, auf den Text, endlich ein Shake, der schmeckt, ja, das ist schon mal eine gute Aussage. Und dann überzeug dich selbst und probiere unsere leckeren 6 Sorten, Entschuldigung. Und auch hier sieht man, sie nutzen gerne Smileys und das ist in dieser Zielgruppe generell super gut. Und auch generell, wenn ihr Smileys verwendet oder Emoticons, dann hilft das auf jeden Fall auch bei der Klickrate und bei der Aufmerksamkeit. Natürlich muss man immer schauen, ob das auch zum Unternehmen oder zur Thematik passt. Aber es gibt auch Smileys, die vielleicht nicht so aussehen, als würden die jetzt vielleicht eure Eltern verschicken oder so. Genau. Und dann auch hier nochmal die drei wichtigsten Keypoints.
schön mit so einem grünen Haken, super Anzeige, funktioniert sicherlich sehr gut. Und dann habe ich euch noch von YFood auch ein Video mitgebracht, das auch sehr gut ist. Das möchte ich einfach mal abspielen und dann seht ihr schon, um was es geht. Endlich ein Shake, der schmeckt. Nicht nur das, er hat mich auch bis zu 5 Stunden satt. Versorgt mich mit 26 Vitaminen und Mineralien, Ballaststoffen und Protein. Richtig geil. Jetzt bestellen auf OneFood.eu und gratis Shaker sichern. Und auch hier, also der Text wird wahrscheinlich relativ ähnlich sein, der über dem Video erscheint. Ja, hier wird es aufs Wesentliche reduziert und hier hat man quasi einen Influencer oder eine Person genommen, die das sehr authentisch in die Kamera spricht und sagt, hey, geiles Produkt, super geil, schmeckt gut. Und dementsprechend kann ich auch noch sagen, es lohnt sich auch mit Influencern zusammenzuarbeiten und selbst wenn ihr nicht das große Budget habt, ihr braucht ja nicht gleich die Influencer, die 100.000 oder Millionen von Followern haben. So. Es kann sich auch schon lohnen, Influencer zu suchen, die vielleicht nur 500 oder 1.000 oder ein paar tausend Follower haben. Ja, die freuen sich natürlich, die geben sich Mühe und die erstellen wahrscheinlich auch coole Inhalte für euch, also die man super für Anzeigen oder für normale Facebook-Posts nutzen kann. Ich kann euch nur empfehlen, auch mal bei Instagram reinzuschauen und da einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wer könnte denn für eure Thematik auch super gut zusammenpassen und dann schreibt die einfach an und guckt, dass ihr da cool, eine coole Zusammenarbeit findet. Und das kostet meistens nicht viel, ja, oder vielleicht sogar nur die Produkte. Und auf der anderen Seite freuen sich beide Seiten und man hat einen coolen Inhalt, den man machen kann. Und das sind auch Fotos oder Bilder natürlich. Bilder oder Videos, meine ich natürlich. Und dann noch ein wichtiger Tipp, Untertitel bei Videos verwenden. Es ist natürlich grundsätzlich so, dass die meisten Videos quasi ohne Ton abgespielt werden, automatisch. Und dann macht es natürlich Sinn, Untertitel zu verwenden. Bei YFood, die nutzen das so quasi, die haben das in das Video direkt rein editiert. Es gibt aber auch noch einen anderen coolen Tipp. Und zwar könnt ihr auch quasi mit YouTube super easy Untertitel erstellen, die ihr dann als Datei quasi bei Facebook hochladen könnt. Es gibt zwar bei Facebook auch so eine Funktion, aber meiner Meinung nach funktioniert die nicht so gut und einfach wie bei YouTube. Und wenn ihr dazu quasi Fragen habt, dann gebt einfach mal in Google quasi Untertitel bei YouTube erstellen für Facebook-Video ein. Und dann müsstet ihr eigentlich schon auf genug coole Tutorials kommen, um das dann auch einfach umsetzen zu können. Kann ich euch nur empfehlen, funktioniert super einfach und hilft auf jeden Fall, wenn ihr mit Videos arbeitet. Genau. Ein weiteres Beispiel ist Happy Seed. Die verkaufen Bonsai-Samen zum selber pflanzen. Und hier habe ich euch mal zwei Anzeigen mitgebracht. Ja, auf der linken Anzeige sieht man quasi die Bonsai-Bäume, die quasi irgendwann später mal zum Ergebnis werden. Und dann quasi noch ein Cover oder eine Verpackung sozusagen. Oder steht Bonsai, Anzucht und Pflege. Das kann man jetzt vielleicht gerade noch so am Computer lesen. Aber wenn ihr euch das vorstellt, dass das auf dem Handy dargestellt wird, wird das schon gar nicht mehr so einfach lesbar sein. Und obwohl diese Anzeige trotzdem sehr gut funktioniert hat, ja, mit 20 Cent pro Klick, geht natürlich immer noch deutlich besser. Ja. Und ich habe mich dann hingesetzt und für den Kunden quasi mal eine neue Anzeige aufgesetzt. Und da sind wir gerade bei 9 Cent pro Klick. Ja, letztendlich ist es der Klickpreis aber vielleicht gar nicht so wichtig, weil am Ende des Tages immer der Kosten pro Sale oder der ROAS wichtig ist. Ja. Aber man sieht trotzdem, dass die Klickrate und der Klickpreis da schon einen deutlichen Unterschied ausmachen. Und ich habe hier natürlich erstens den Text groß gemacht und aufs Wesentliche reduziert und habe es natürlich auch nochmal cool gemacht, dass ich den Bonsai-Baum quasi so eingebunden habe auf der rechten Seite in groß. Erstens natürlich schön in groß und zweitens so, dass sogar ein bisschen der Text überlappt wird. Und was natürlich auch sehr gut funktioniert, ist, dass man vielleicht sogar eine kleine Animation reinmacht. Ja, und in dem Sinne sieht man jetzt quasi Blätter, die im Hintergrund quasi fliegen. Und das sorgt natürlich beim Scrollen auch auf den ersten Blick direkt, hey, da ist Bewegung drin und sorgt natürlich auch nochmal für ein cooles Ergebnis. Und ganz ehrlich, das war jetzt nicht schwer, dasselbe umzusetzen. Die Bilder gab es ja schon und ich hatte dafür Crello verwendet. Es gibt da zwei Plattformen, die sind relativ ähnlich, Canva und Crello.com. Ja, damit kann man relativ einfach und schnell coole Grafiken mit einer Animation auch oder auch ohne machen. Es gibt auch coole Vorlagen und mit der
mit den Tools quasi habe ich die Anzeige auf der rechten Seite gemacht und das hat super funktioniert. Dementsprechend guckt euch die Plattform mal an. Ihr braucht keinen teuren Grafiker, also nichts gegen teure Grafiker, die können sich natürlich auch lohnen und ich arbeite auch mit teuren Grafikern zusammen. Aber wenn ihr nicht das Budget am Anfang habt, ja, dann funktionieren solche Tools auch schon sehr gut und man braucht kein extra Programm dafür, sondern kann das sogar im Browser quasi auf seinem Rechner machen, mit einer Internetverbindung natürlich. Dann habe ich euch noch ein Beispiel mitgebracht von Groud Farming. Ja, das zeigt zum Beispiel sehr schön, dass es einmal, sage ich mal, sehr emotional ist. Also gucken wir uns die erste Anzeige auf der linken Seite an. In den kommenden Wochen werden wir die Oliven unseres Olivenhains ernten. Wir beginnen mit dem Sonnenaufgang und ernten bis zur Mitte des Vormittags. So erreichen wir zwei Ziele. Ja, die Vögel können sich nachts ausruhen. Wir sind mit der Ernte fertig, sobald die heißesten Stunden, Punkt, Punkt, Punkt. Und da steht noch nicht mal ganz der Text dazu. Da steht auch nicht mehr Anzeigen dabei. Also heißt, die haben die Anzeige wirklich so geschrieben, dass es quasi ja, so auch ein bisschen, wie geht es denn weiter, mysteriös bleibt. Ja, aber auch hier, und darauf kommt es natürlich an, man sieht einmal natürlich schön den Olivenhain quasi, die Sträucher, aber man sieht auch quasi den Wirt, den Landwirt, den Chef dieser Plantage sozusagen und wie er in die Kamera lächelt, mega authentisch und wie er sogar noch so ein Fass Olivenöl quasi hält. Ja, und da kann ich nur dazu sagen, Menschen identifizieren sich Menschen. Ja, zeigt euch, zeigt eure Mitarbeiter, egal was ihr macht, egal ob ihr ein kleiner Einzelhandel seid, ein Online-Shop seid, ein großer Brand, Menschen identifizieren sich mit Menschen. Und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, dass das wirklich authentisch wirkt und am Ende auch wirklich super funktioniert. Ja, klar, dann habe ich euch noch ein Video von Crowdfunding mitgebracht, das auch wieder sehr simpel gemacht ist und auch theoretisch jeder so vom Format her umsetzen kann. Ja, super cool gemacht, super easy, auch in der Erstellung sicherlich. Und funktioniert sicherlich auch sehr gut, weil die schalten diese Art von Anzeigen schon sehr lange. Natürlich wäre es am besten noch, wenn man das kombiniert. Ja, man hat den Landwirt, der vielleicht sogar in die Kamera spricht, die Farm zeigt und solche Geschichten. Aber das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen anderer Aufwand. Funktioniert aber theoretisch auch nur mit einem Handy. Also man braucht auch nicht wieder eine teure Kamera oder die mega Produktionsfirma für. Ja, und sorgt dafür, dass eure Anzeigen natürlich neben der einfachen Message auch Emotionen wecken, ja, also wie die Zugvögel können sich ja nachts ausruhen, das ist so, das zeigt einfach, dass sie sich Gedanken machen und das auch sehr naturverbunden ist und das spricht die richtigen Leute 100% an. Und dann habe ich euch noch zwei schöne Beispiele mitgebracht, einmal von der Firma Snacker, ein cooles junges Startup aus Deutschland mit coolen Jungs und coolen Mädels, und nochmal ein Kaffeeladen, der quasi Kaffee verkauft. Ja, und dann fangen wir jetzt mal bei Snackers an. Ohne euch erklären zu müssen, worum es eigentlich geht, zeige ich euch einfach mal das Video und ihr werdet wahrscheinlich direkt verstehen, welches Problem quasi die Kunden von Snackers haben und was es da für eine Lösung gibt. Und wer kennt das Problem? Ja, und ich glaube, das ist nicht nur bei Zockern das Problem, sondern vielleicht auch, wenn man im Auto sitzt oder sowas. Wobei man natürlich wahrscheinlich die Zocker da am meisten erreichen kann und das Video super cool gemacht ist. Und auch da, ja, das wurde nicht mit einer teuren Produktionsfirma gemacht, sondern das hat das kleine Startup selber produziert. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, ob es mit dem Handy war,
Oder mit einer Kamera, aber trotzdem relativ low budget. Also da wurde nicht viel Geld in die Hand genommen. Und das funktioniert vermutlich sehr, sehr gut. Ja. Genau, das zweite Beispiel ist ein Kaffeeladen, der das auch sehr cool gemacht hat. Guckt euch das einfach mal an. Genau, und ja, also ich würde mal vermuten, auch das kann man alles mit dem Handy machen und vermutlich auch alles, bis aus vielleicht, da habe ich noch nicht ganz durchgecheckt, wie diese Kaffeebohnen fliegen, wobei vielleicht klappt das mit dem Föhn oder sowas, aber der Rest, der da in dem Video gezeigt wird, der ist total einfach zu machen eigentlich. Ja? Aber klar, es kostet Zeit und man muss ein bisschen kreativ sein, aber genau diese Beispiele zeigen ja, dass es funktioniert und die Anzeigen kommen auch super gut an, ja. Deswegen, wenn ihr vielleicht kein Problem habt, ja, wie im ersten Fall bei Snackers, dann kann man natürlich auch noch den Kunden einen Grund zum Kaufen geben. Und der Grund bei denen ist natürlich, okay, du kriegst auf deine erste Bestellung 20% Rabatt und du kriegst es direkt nach Hause geliefert in den Briefkasten. Super entspannt, ja. Und das funktioniert natürlich dann einfach super gut. Und Videos funktionieren auf Facebook generell, Facebook und Instagram mit am meisten und deutlich besser als Bilder, wobei natürlich man das nie pauschalisieren darf. Aber man hat natürlich mit Videos einfach viel mehr Vorteile, auch wenn es um Thema Retargeting und Custom Audiences geht. Ja. Aber das war es erstmal zu dem Thema Creatives und ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Einen sehr guten Tipp habe ich noch für euch und zwar könnt ihr selber mal gucken, was sind für Werbeanzeigen bei anderen Facebook-Seiten, Mitbewerbern oder bei Seiten, die euch einfach interessiert. Denn so aktuell geschaltet werden. Und wir können natürlich hier, es gibt bei Facebook die Facebook Ads Library oder die Facebook Werbebibliothek. Das kann man auch einfach in Google wieder suchen und dann kommt man auf diese Unterseite. Und hier ist es wichtig, dass ihr nicht nur Wahlwerbung auswählt, außer ihr interessiert euch für Wahlwerbung, sondern auf alle. Und dann könnt ihr hier quasi Facebook-Seiten eingeben. Ja, und ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ich nehme mal hier die Marketing Underground und gucken mir einfach mal an, welche Kampagnen denn gerade bei der ODC aktiv sind, ja, oder über die Marketing Underground aktiv laufen. Ja, und hier sieht man jetzt beispielsweise die Werbeanzeigen von der Marketing Underground ODC und kann sich mal angucken, ja, was die denn so machen. Ja, leider kann man hier natürlich nicht sehen, wie gut die Anzeigen laufen, aber man kann sich hier auf jeden Fall inspirieren lassen. Und das könnt ihr im Endeffekt mit allen möglichen Facebook-Seiten machen. Ja, ihr könnt jetzt hier auch hergehen und sagen, ihr nehmt YFood, was wir am Anfang als Beispiel hatten, gucken einfach mal, was für Werbekampagnen die so schalten. Ja, und ihr könnt hier auch die Länder bestimmen. Also im Endeffekt habe ich jetzt hier filtern alle. Ja, wir können auch sagen nur Deutschland. Seht dann hier die ganzen deutschen Anzeigen und können uns einfach mal einen Eindruck verschaffen. Und ich kann euch auch nur empfehlen, dass ihr euch Fotos und die Videos abspeichert und euch vielleicht eine kleine Datenbank aufbaut, um euch da einfach dann immer mal coole Creatives, sage ich mal, auf Abruf, wenn ihr wieder überlegt, was könnt ihr denn für neue Anzeigen machen, quasi habt. Genau, das war mein Tipp für euch. Nutzt das auf jeden Fall und guckt euch da ab und zu mal Facebook-Seiten an. Und auch da ein Tipp, ihr müsst nicht immer Facebook-Seiten angucken, die jetzt nur in eure Branche oder in euren Bereich passen, sondern guckt euch alle möglichen Facebook-Seiten an, die euch einfallen, die euch über den Weg laufen und macht daraus eure eigenen quasi Best Practices. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr mir natürlich auch jederzeit eine kurze Mail oder in den gängigen Social-Media-Plattformen eine Nachricht schreiben. Ich hoffe, ich konnte dir mit meiner Session helfen und wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit bei mir gerne per E-Mail melden. Außerdem, weil du bis eben gerade zugeschaut hast, möchte ich dir noch ein Angebot machen. Für alle ODC-Teilnehmer biete ich an, 30 Minuten mal gemeinsam über euer Werbekonto zu schauen und sich anzuschauen, ja, was läuft gut, was läuft schlecht. Vielleicht kann ich den einen oder anderen Optimierungstipp noch geben. Und wenn du noch gar keine Facebook-Ads schaltest, können wir natürlich auch 30 Minuten mal
über eine mögliche Strategie sprechen. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß hier in der Odyssey und ich freue mich natürlich auf dein Feedback. Bis bald!